Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft PvP. Diesmal spielen wir wieder im Anrundchen Jump League auf dem MC Problem League Bekommen Server und gleich geht's los. Mal gucken. Ja, wir spielen heute mal wieder Jump League. Und ja, es ist Folge 600 tatsächlich, aber ich habe jetzt nichts besonders geplant, vorbereitet oder sonst was. Nicht nur, weil ich keine Ideen habe, sondern auch, weil ich glaube ich auch zu wenig Zeit hätte, die Ideen umzusetzen und ich eh nichts wirklich Geiles machen könnte, selbst wenn ich es vorhätte. Daher werde ich es wahrscheinlich wie alle 100 Folgen, zumindest fast 100 Folgen, lassen und nichts Ultra-Special-mäßiges machen. Aber ich hoffe, dass da in Zukunft vielleicht mal von meiner Seite aus mehr kommt, weil ich schon finde, dass als Zuschauer das mal ganz spannend ist, wenn man mal irgendwas Neues hat und nicht immer nur das Gleiche. Aber gut, den Party kenne ich zum Beispiel gar nicht. Ja, ich muss demnächst weg, deshalb ist das hier meine einzige Möglichkeit, heute noch was aufzunehmen. Und bevor ich zwei Tage lang hintereinander nichts hochlade, ihr wisst ihr, das ist, versuche ich hier lieber irgendwas zu bringen. Und Jump League ist meistens immer so, ja, Jump League, das kann man eigentlich immer aufnehmen. Vor allem, wenn man fast immer gewinnt, also zumindest ich. Da geht Jump League eigentlich immer. Vor allem ist Jump League auch sehr einfach zum Encodieren. Also geht sehr schnell. Von der Videoverarbeitung her. So. Ich habe das Gefühl, am besten bin ich im Jump Run, wenn ich nicht drüber nachdenke, was ich gerade eigentlich mache. Jetzt zum Beispiel gerade. Der Sprung hier ist eklig irgendwie. Ja. Gucken, ich bin Erster. Ich bin übrigens mal wieder genickt. Okay, das hier ist scheiße. Ich weiß nicht, kann man das. Mist! Warum stelle ich mich so dämlich an? Ich hätte den noch durchspringen können, glaube ich. So, aber unser erster Fail sich gerade. Oben links. Dank der guten alten Labymod. Ich glaube, die sollte ich auch mal in der Beschreibung irgendwie verlinken, weil ich habe das Gefühl. Ey, was mache ich denn? Ich habe das Gefühl, da fragen immer 1000 Leute nach. Was ist das denn nächste, was ich da hab? Ups. Ja. Und hier stelle ich mich dann natürlich wieder an. Alter, jetzt komm! So part ist der schwer auch nicht, genau. So schwer ist der Part auch nicht. Mach es einfach so hier, wie ich es am Anfang vorhatte schon. Und dachte, nee, es gibt schon noch einfacher. So, dann haben wir jetzt schon zwei Fails. Na gut, der Party ist auch nicht so easy. Deshalb kommen ja auch welche dazu. Okay. Ich habe übrigens eine neue Maus. Vorher habe ich einmal die Logitech G500 benutzt. Okay. Geschafft. Ich benutze die gerade auch noch, aber ich werde dann wahrscheinlich ab der nächsten Folge eine neue benutzen. Und welche das ist, werdet ihr dann sehen. Oh, ich mache Spannung. Aber, das ist jetzt kein großer Geheimtipp, was Gaming-Mäuse angeht. Demnach, ups, machen wir das wieder weg. Werden die meisten von euch sicher auch kennen. Und vielleicht sogar selbst besitzen. Ich kann übrigens auch direkt hier rauf springen von da aus. Aber das ist nicht hundertprozentig safe, deshalb lasse ich's. So. Hier haben wir noch eine Eisenhose. Das finde ich nett. Brauche ich noch einen Enchanter? Das wäre eigentlich ganz cool. Ich glaube, das ist schon ein paar 10, kann das? Ne, ist es nicht. Okay. So, und jetzt den Sprung finde ich eklig. Den hier. Man kann zwar durchspringen, aber trotzdem ist der Sprung nicht so leicht. Deshalb verkackt man da gerne mal. Ich hoffe, das wird jetzt nicht noch 1000 Mal passieren. Ich weiß übrigens, dass da links beziehungsweise rechts eine Leiter dran ist. Trotzdem braucht man nicht. So, noch bin ich mit Abstand Erster. Tatsächlich. Das war schon wieder so knapp. Scheiße. Ta-tü-ta-ta. Ich glaube, das hört man gar nicht, ne?
Bei mir fahren öfters mal die Feuerwehren lang. Bin ich behindert? Die Antwort auf diese Frage ist wahrscheinlich mit Ja zu beantworten. So, jetzt den hier nicht verkacken. Das mache ich nämlich auch ganz gerne mal. Das... Ey. Oh Mann, das ist gerade echt scheiße. Das kann auch nicht wahr sein. So, und so. Komm, auf ein neues. Das war Nummer 4. Also normalerweise schaffe ich den Sprung auch schneller. Weil der ist zwar nicht so einfach, aber so schwer ist er eigentlich dann auch nicht, dass ich den wirklich oft verkacken muss. Und dann mache ich natürlich so einen Fehler. 2 Minuten noch. Der Part danach ist nicht so schwer. Eigentlich, natürlich wieder. Sollte immer eigentlich sein. Es kommt halt immer drauf an, wie man sich anstellt, aber... Ich hoffe, ich kriege das jetzt hier mal hier auch gebacken. Ich wollte gerade was probieren, aber ich glaube, ich habe es mir damit gerade komplett versaut, oder? Ja. Ich glaube nämlich, der Sprung geht deutlich einfacher, als ich es die ganze Zeit probiert habe. Und dass ich den Part jetzt schaffen werde. Weil ich jetzt mal gesehen habe, dass es auch deutlich einfacher geht. Wahrscheinlich schreiben alle in die Kommentare, ey, bist du behindert, Alter? Da geht's doch 1000 Mal einfacher, indem du einfach da anspringst. Und ja, ich habe den Sprung nur halt immer so gemacht, deshalb... Nee, es geht trotzdem. Ah, wenn ich es von so mache, eigentlich auch nicht einfacher. Ja, diesmal habe ich es geschafft, aber das lag nicht daran. Okay, gut, zurückgenommen. Ihr dürft euch doch nicht beschweren. So, jetzt machen wir noch schnell den Part hier. Ja, haben wir alles schon, ne? Eisen, Eisen, ja. 50 Sekunden haben wir noch. Hier kann man nicht dran sneaken, deshalb... Okay, hier geht's vorbei. Gut, gut. Zack. Und jetzt nicht verkacken. Das gibt's nicht. Ich hab grad... Sah grad ziemlich dämlich aus, aber... Ich dachte erst, ich springe nicht weit genug auf den ersten Block drauf, auf dem da, wo ich abgesprungen bin. Hab deshalb probiert, darauf noch zu sneaken, um einen neuen Anlauf zu nehmen. Bin dabei aber trotzdem nach vorne geflogen und hab dadurch verkackt. Komm, 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 komm. Ja, gut. Okay, das war nicht meine beste Runde gerade. Ich habe einen Helm, ne? Okay, sehr gut. Ich habe kein Steinschwert oder sowas. Das ist echt selten, muss ich sagen. Also das ist mir die letzten... Oder ich hab's... Ich kann es nicht übersehen haben. Das ist mir bestimmt die letzten 100 Runden nicht passiert. Falls ich überhaupt so viele gespielt habe, aber doch. Dass ich keine bessere Waffe als ein Holzschwert... oder halt nichts höherwertigeres hatte im Deathmatch. Obwohl ich ins Ziel gekommen bin, natürlich. Okay. Aua, das tut weh. Weil die Waffe macht eigentlich, finde ich, am meisten aus von allen. So komplett equip-technisch. Lass mich ihn killen. Okay, ich sollte weglaufen erstmal. Steinschwert macht schon Damage. Auch bei der Rüstung. Ist den T vielleicht nochmal in die Hotbar? Ansonsten... Ich hab ihn mal kurz tot. Kein Steinschwert mehr dafür essen. Okay. Jetzt kommt er hier wieder an. Ja, er ist nicht so schlecht offensichtlich. Hm, die töten sich aber schon gegenseitig. Gib mir den Kill. Okay. War mein Kill sogar. Sehr gut. Damit kann ich jetzt rennen. Er rennt. Ich weiß nicht, wie viel er kassiert hat. Ein bisschen was vielleicht, okay. Das sah gerade ziemlich nach Teaming aus, muss ich sagen. Also das würde mich nicht wundern, wenn er sich jetzt beschwert hätte. Oha. Ja, aber... Okay, wir haben noch 3 Gegner. Schon übrigens mal, mal Solo-Jump League wieder. Ups, hä? Es dreht sich im Kreis! Dachte, er ist vielleicht dann hier runter, aber...
Offensichtlich hat der Kompass sich einfach nur so aus Spaß aus dem Kreis gedreht. Ach ja, komm, auf mit deiner scheiß Angel. Warum kommt der zu mir geschwommen, um mich dann wegzuangeln? Ich versteh's nicht. Und warum gehe ich überhaupt ins Wasser? Gut, komm mal raus jetzt. Obwohl, ich hätte ihn eigentlich ganz gut in der... obwohl er den Logo hat. Oha. Er kriegt den Kill wahrscheinlich, oder? Ne, ich krieg ihn. Okay, er ist down. Das Problem ist, er kommt jetzt an. Jetzt könnte er mich... Ja, jetzt hat er mich, jetzt hat er mich, jetzt hat er mich, jetzt hat er mich. Jetzt hat er mich definitiv, ja. Da kann ich da nichts mehr machen. Hat er mich einmal in die Kombo gekriegt und dann bin ich da auch nicht mehr weggekommen. Ach, guck mal, wen wir hier noch haben. Den Meister Leon. Auch sehr interessant. Renn nicht weg, ich muss mich doch beeilen. Die Aufnahme ist schon... Oh, jetzt hab ich gerade nicht auf den Bildschirm geguckt. Alter, er wirkt richtig verwirrt. Ich glaube, er hat nur zu hohe DPI. Schon 11 Minuten lang. Go, go. Ja, komm. Er ist ein Spinnenweben gesprungen. Sehr nice. Ich müsste eigentlich trotzdem den Vorteil haben, oder? Alter, er trifft aber wirklich auch jedes Mal, du. Ich hätte gerne Steinschwert. Oh, kommt er? Er kommt nicht, lol. Er vergräbt sich lieber an dem Loot. Dann hat er wenigstens mal ein bisschen was. Wenn er es mal anziehen würde, natürlich. Ja, aber so, was dann? GG! Gut, dann würde ich sagen, das war's mit der Runde hier wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!